Friedrich Merz kritisiert die Grünen ohne Ende und sagte sogar, dass die Grünen der größte Feind der CDU sind. Aber heute hat Merz in seinem eigenen Newsletter geschrieben, dass er für die Bundestagswahl 2025 eine Koalition mit den Grünen machen wird, nur weil er unbedingt an die Macht kommen will. Also dieser Typ ist wirklich der größte Lügner in der Politik. Alle Details in diesem Video. Unser politisches System ist ja so ausgerichtet, dass es dem Politiker nicht mehr darum geht, gute Politik für den Bürger zu machen, sondern es geht ihm nur darum, so viel Macht wie möglich zu bekommen, so viele eigene Parteimitglieder in Posten zu bekommen, um maximal beim Steuerzahler abzukassieren. Und um das zu erreichen, ist den Politikern jedes Mittel recht und sie verbiegen sich ohne Ende. Sowas wie Rückgrat, das kennen die Politiker nicht und es wird immer genau die Meinung geäußert, mit denen man die meisten Wählerstimmen bekommen, auch wenn das was völlig anderes ist, als man vielleicht noch vor einem halben Jahr gesagt hat. Und bestes Beispiel dafür war ja die FDP vor einigen Jahren. Als es 2017, ja, als dort die CDU die Bundestagswahl gewonnen hat, da gab es ja Koalitionsgespräche der CDU mit der FDP und mit den Grünen. Aber Christian Lindner wollte damals partout nicht mit den Grünen zusammen regieren und beendete die Koalitionsgespräche mit dem Eindruck, vollen Satz, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und das war damals eine tolle, richtige und mutige Entscheidung von Christian Lindner. Chapeau dafür. Aber leider hatte selbst Christian Lindner seine eigenen Worte 4 Jahre später komplett vergessen und 2021 ist er dann doch eine Koalition mit den Grünen und der SPD eingegangen. Und eigentlich ist das sogar noch ein viel schlimmeres Bündnis, weil das ja von der SPD anstatt der CDU regiert hat. Tja, und wohin das jetzt führt, das sehen wir alle. Die Ampel zerstört unser Land und die FDP hat ja nicht nur ihre eigenen Ideale und ihre eigenen Wähler verraten, sondern die sind sogar komplett abgestürzt. Die sind aus 5 Landesparlamenten komplett rausgeflogen und bei der Umfrage zur Bundestagswahl stehen die aktuell bei 4,5%. Also die FDP würde deswegen jetzt sogar aus dem Bundestag rausfliegen. Also das ist die Quittung dafür, ja, am Verrat der eigenen Wähler und zeigt, wie recht Christian Lindner damals mit der Aussage hatte, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Hätte er sich mal an seine eigenen Worte gehalten. Und nun könnte man meinen, dass die Politiker ja aus ihren Fehlern lernen, also aus den eigenen Fehlern oder den Fehlern von anderen. Aber nein, die Politiker sind in ihrem Drang nach Macht so blind, dass sie ständig dieselben Fehler machen. Und als nächstes steht jetzt eben CDU-Chef Friedrich Merz in der Pipeline und der treibt es wirklich richtig auf die Spitze. Ich meine, ihr erinnert euch ja sicherlich noch an den Wahlkampf letztes Jahr in Bayern. Dort hat ja Friedrich Merz selber kräftig Wahlkampf für die CDU betrieben und er sagte damals sogar in Guillermos Folgendes. Die Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit des Landes tun. Weiter erklärte der CDU-Vorsitzende, wir sind fest entschlossen, es spätestens in 2 Jahren besser zu machen als diese Regierung. Der ungebremste Zuzug nach Deutschland müsse ändern. In der Zuwanderungspolitik hat die Ampel grundlegend versagt und insbesondere die Grünen seien dafür verantwortlich. Also richtig krasse Worte. Und Merz, der ging ja sogar noch einen Schritt weiter. Der Deutschlandfunk schreibt, Merz sieht Grüne nach wie vor als Hauptgegner. Der CDU-Vorsitzende Merz hat seine Aussage bekräftigt, die Grünen seien der Hauptgegner der Union. An ähnlichen Äußerungen von Merz hat es zuvor Kritik von prominenten CDU-Politikern gegeben. Und das, was der CDU-Chef dort über die Grünen sagt, das stimmt absolut. Die Grünen sind wirklich die schlimmste Partei in Deutschland und die zerstören unser Land. Und warum?
Tja, weil die Grünen eben nicht im Interesse des deutschen Volkes regieren, sondern einzig und allein im Interesse ihrer grün-radikalen Klimaideologie. Und Baerbock hatte es ja damals auf einem offiziellen Politikforum selber gesagt. Sie sagte, sie mache ihre ideologische Politik weiter, egal was ihre Wähler denken. Und wer so krass, ja, von den Wählern und auch von der Demokratie entfernt, der ist nicht nur der Hauptfeind für die CDU, sondern auch der Hauptfeind für das ganze deutsche Volk. Und deswegen müsste man jetzt ja eigentlich meinen, dass Friedrich Merz an seiner Aussage festhält und keine gemeinsame Sache mit den Grünen machen wird. Tja, aber leider ist das weit gefehlt. Friedrich Merz ist nämlich der größte Lügner, wie er jetzt in seinem eigenen Newsletter bewiesen hat. Apollo News schrieb: Heute hören sich die Worte von Merz plötzlich ganz anders an. In seinem Newsletter erklärt er, dass sich die CDU nicht im Vornherein auf einen Koalitionspartner festlegen sollte. Ausgeschlossen sei eben nur die Zusammenarbeit mit der AfD. Ziel sei es, doppelt so stark wie die SPD und die Grünen zu werden. So wäre man in einer guten Position, um den Politikwechsel herbeizuführen. In der Folge könnte man dann mit mehreren potenziellen Partnern Koalitionsgespräche führen. Hierdurch würde ein Ausloten und am besten Erfolg im Sinne der CDU möglich sein. So, und jetzt kommt's. Dabei verwies Merz insbesondere auf das Vorgehen der Hessen-CDU. Diese habe, anders als von vielen Parteimitgliedern gefordert, Koalitionsgespräche mit den Grünen geführt. Grundsätzlich lässt sich aus dem Newsletter eine Vorliebe rauslesen, mit der FDP zusammenzuarbeiten. Mit ihr ließe sich eine bürgerliche Koalition am ehesten verwirklichen. Dass dies angesichts der derzeitigen Umfrageergebnisse bei dem Wunsch bleiben könnte, ist aber auch klar. Fraglich ist aber, ob sie als Partei überlebt. Zum März. Dann blieben nur noch SPD und Grüne als Koalitionspartner. Keine besonders verlockende Aussicht zu Merz und weiter, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht es aus. Es muss eine regierungsfähige Mehrheit geben und deswegen muss Merz jetzt mit den Grünen zusammenarbeiten. Also genau mit der Partei, die er ja zum Hauptgegner erklärt hat und wo er vor 3 Monaten im Wahlkampf noch sagte, die Grünen sind auf gar keinen Fall ein Koalitionspartner. Und das ist wirklich krass, ja? Während Lindner ja damals mit seiner Aussage erst nach 4 Jahren umgefallen ist und eine 180-Grad-Wende macht, fällt der CDU-Chef Merz jetzt bereits nach 4 Monaten um. Merz sagt hier allen Ernstes, dass er auch mit den Grünen zusammenarbeiten will, weil er eine regierungsfähige Mehrheit braucht. Also, das ist nicht nur geisteskrank, sondern erneut ein Verrat an den eigenen Wählern und auch an dem deutschen Volk. Aber was will man von Friedrich Merz auch erwarten? Der war ja schon immer ein Fähnchen im Wind ohne Rückgrat. Und das Krasse ist, eine große Mehrheit in Deutschland wünscht sich ja eine konservative Regierung. Und selbst Merz sagt, der will ja eine bürgerliche Regierung. Und das wäre halt CDU und AfD, ja? Weil die könnten nämlich endlich wieder gemeinsam Politik für unser Land, für unsere Bürger machen. Also, das wäre der richtige Weg. Und die hätten sogar in einer Koalition nach aktuellen Umfragen werden 56%, also eine absolute Mehrheit im Bundestag. Aber nein, Merz macht dann lieber linke Politik mit den Grünen anstatt bürgerliche Politik mit der AfD. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass sich vor kurzem die Werteunion von der CDU abgespalten hat und damit verliert die CDU ihre Position als aktuell stärkste Partei in Deutschland und wird von der AfD überholt. Also von der Partei, die sie ja eigentlich mit am meisten bekämpfen wollten. Tja. Was sagt ihr denn jetzt zu dieser riesengroßen Lüge von Friedrich Merz bezüglich der Zusammenarbeit mit den Grünen? Und was sagt er dazu, dass er mit den Grünen zusammenarbeiten wird, nur weil er unbedingt an die Macht kommen will und Kanzler werden will? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.